Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet doch einfach das Video. Und weiter geht's in unserer wunderschönen Stadt. Wir sind hier mal erstmal. Ich glaube, das war gerade die Grenze der Map. Haben wir nur gesehen. Weil ich ja schon alles freigeschaltet habe, Leute. Wenn ihr euch wundert, warum hier keine riesigen Brücken sind, die gehen hier auf so einer Insel runter. Hier ist, by the way, auch der Zuganschluss. Den würde ich auch gerne bald mal benutzen. Und die sind dann halt hier auf so Inseln, die noch halb da sind. Hier spawnen die Autos und bleiben teilweise irgendwie stehen. Okay. Ja, die fahren halt alle hier runter und bewegen sich dann zu unserer Map. Und die letzte Folge hat ja echt wunderbar geendet. Mit Stonehenge. Und hier haben wir ein kleines Polizeiproblem. Da kommt auch schon das Polizeiauto, das den Fall lösen wird. Und? Wow. Ja, mit der bloßen Anwesenheit löst die Polizei alle Probleme. Ja, in der letzten Folge haben wir einfach nur... Was haben wir eigentlich in der letzten Folge gemacht? Eigentlich gar nichts, oder? Keine Ahnung, in 20 Minuten passiert irgendwie nicht so viel. Und irgendwie haben wir diesen Berg hier noch nie richtig genutzt. Aber ja, ich würde gerne mal diese Insel hier bald mal anfangen. Deswegen würde ich gerne hier mal alles unterteilen. Ich habe keine Ahnung. Ist hier irgendwie irgendein Truck unterwegs? Nein? Was ist das? Ist das ein Müllwagen? Ja, das ist ein Müllwagen. Nice. Und der holt dann wahrscheinlich jetzt einfach den Müll ab. Ups. Das war natürlich gerade nicht so klug. Wir haben hier immer noch ein paar Probleme mit gebildeten Arbeitern. Eigentlich solltet ihr doch alles haben. Es ist immer noch komisch, dass es hier immer noch so viele Gebäude gibt, wo Leute keinen richtigen Abschluss haben. Das kann doch nicht sein, Leute. Also hier kann ich natürlich jetzt ein bisschen verstehen. Hier leben die Leute noch nicht so lange. Aber trotzdem. Und hier gehört auch noch eine Grundschule hin. Wow, unpraktisch. Tut mir leid, Gebäude, das gerade dort gesetzt wurde. Hier kommt dann nochmal ein bisschen Bürogebiet hin. Direkt jetzt so dahin. Und ein bisschen Gewerbegebiet brauchen wir jetzt natürlich auch noch. Denn da ist die Nachfrage gerade ziemlich hoch. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll, denn der Tauntonplatz ist kein guter Name. Habe ich das nicht Altstadt genannt? Altstadt. Enter. Habe ich vielleicht kein Enter gedrückt? Das ist natürlich auch möglich, Leute. Denn wenn man kein Enter drückt, passiert nichts. Und wieso stehen hier solche Gebäude? Wieso stehen die Gebäude schräg? Ja, kein Wunder, dass da keine Polizei hinkommt. Wieso dein Problem, wenn du da lebst? So, klatsche mir einfach mal hier noch. Oh, ich habe die Mod immer noch nicht rausgenommen. Wieso denke ich denn da nicht dran? Himmel nochmal. So, dann befriedige mal die Leute, die hier leben. Beziehungsweise hier arbeiten. Denn die wollen alle bessere Arbeitsbedingungen hier haben. Und die will ich denen natürlich geben. Nicht nur, weil mir dann mehr Profit bringt. Ja, ja, ja. Nein, ich brauche sowieso keinen Profit. Ich verdiene überhaupt kein Geld. Alter Vater, wir haben ja echt schon so viel gebaut, Leute. Und da wird. Alter, da werden schon Sachen auf die letzte Stufe geupgradet. Und hier sind schon Sachen auf der letzten Stufe. Aber wieso denn nur diese zwei Gebäude? Das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwo hier kann man die Stufenansicht sehen. Ich weiß aber gerade nicht ganz wo. Ja, genau hier. Hier kann man die dunkelsten. Je dunkler das ist, desto aufgelevelter sind die. Hier sieht man hier Wohngebiet. Durchschnitt. Hier sind immer noch nicht alle aufgelevelt. Traurig. Bürogebäude. Alter, ist ja eigentlich hier ziemlich gut, ne? Hier sieht man nochmal hier so eine Skala. Wohngebiet ist halt hier auch so. Bürogebiet, die scheinen mir alle auf höchstem Level zu sein. Na, fast. Naja, fast, Leute. Aber hier sind tatsächlich schon zwei Gebäude auf der letzten Stufe. Das ist ziemlich nice. Hoffentlich sind es dann irgendwann alle. Denn wie ihr unschwer erkennen könnt, die sehen scheiße schön aus.
Ich meine, wenn man sich mal dieses Gras da, so diese Pflanzen an den Gebäuden anguckt, die sehen richtig schön aus. Die sind immer noch Gebäude auf der ersten Stufe. Das ist einfach nur traurig. Hier werden jetzt auch Sachen geupgradet. Nicht das, sondern das. Auf die dritte Stufe. Ja, Green Cities ist wirklich ein sehr schönes DLC. Und ich würde das gerne nochmal ein bisschen Unterteilung hier machen. Also beschleunige ich einfach mal die Zeit, damit ich weiß, wo die Nachfrage liegt. Hier packe ich dann Gewerbegebieten. Einfach weil es am besten passt. Und das ist auch noch das Viertel. Wohngebiet ist jetzt auch gerade ein bisschen Nachfrage wieder. Aber auch nur ein bisschen. Ach, der Palmer Zoo. Wie wird denn der besucht? 46 Besucher. Hallo. Jetzt gerade kriegen wir Wohngebiet-Nachfrage. Das mache ich dann mal bis hier. Und den Rest hier fülle ich dann mit Bürogebieten. Und den, obwohl, wir gucken nochmal, wie sich die Nachfrage steigert. Ob Bürogebiet oder Gewerbegebiet auf der gewünscht wird. Sie sind im Gleichstand. Beide rutschen zurück. Gewerbegebiet holt auf. Aber jetzt rutscht es auch zurück. Beide holen auf. Bürogebiet liegt vorne. Okay, Bürogebiet liegt vorne. Bürogebiet holt auf. Doch Gewerbegebiet rast an dem Bürogebiet vorbei. Beide sind im Gleichstand. Meine Damen und Herren, ich habe noch nie in meiner ganzen Karriere so ein Rennen gesehen. Mal im Ernst. Wieso geht das alles so hoch und runter? Da passiert ja überhaupt nichts. Also passiert was, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich chill mal einfach meine Böse. Ja, kommt jetzt einfach Gewerbegebiet hin. Juckt keinen. Und wieso kriegen die beiden nie Müll abgeholt? Ich pack nochmal hier diese Cheat-Kacke hier hin. Einfach weil Baum. Und dann war es das auch schon für diese Insel. Meine Güte, ich guck nochmal ganz kurz, wie lange die Aufnahme noch geht. Doch scheinbar habe ich gerade erst angefangen. Aber ich muss sagen, die Insel, insbesondere die Innenstadt, sehen schon sehr schön aus. Hier vielleicht nicht so schön. Da könnte ich ja nochmal hier durch sowas ersetzen. Denn ich finde das hier nicht so passend zu dieser Innenstadt. Aber trotzdem, vor allem hier mit dem Park. Ich finde das einfach nur nicht so schön mit diesen ganzen Problemen und allem. Einfach die ganzen Anzeigen, die ruinieren mir das Spiel ein bisschen. Finde ich nicht so schön. Ja, normalerweise wäre die nächste Insel jetzt das hier. Wäre wahrscheinlich auch am besten. Dafür müsste ich jetzt aber ordentlich Autobahn legen. Und das wäre auch eine ordentliche Timelapse. Und deswegen wird das jetzt auch eine ordentliche Timelapse-Folge. Gott im Himmel, ich hasse mein Leben. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein bisschen die Autobahn gelegt. Ich habe keine Ahnung, ob das so gut ist und ich habe keine Ahnung, ob ich das vielleicht auch hätte unten machen sollen oder ob ich das als Highway hätte machen sollen. Naja, egal. Erstmal ist das jetzt nicht unsere Sorge. Denn ich hätte gerne auch mal wieder diesen Highway Exit benutzt, aber Scheiße passiert, Leute. Dann benutzen wir halt das hier.
Ach Gott, was habe ich getan? Das war nicht so schlau. Ich wollte doch eigentlich auch ihn stört machen. Naja, egal. Ein andermal setzen wir das hoch. Jetzt erstmal bauen wir dieses Autobahnkreuz hier an. So. Es ist zwar ein Autobahnkreuz, wie der Name bereits besagt. Aber wir können es trotzdem benutzen. Wir können es ja ein bisschen umbauen. Kann sich das mal ein bisschen ausgleichen. Ja, so ist okay. Besser geht es ja nicht. Ach Gott, Leute, was habe ich getan? Diese Insel sieht so kacke aus. Ich mach's doch nochmal weg. Ich fix das nochmal wann anders. Vielleicht, ich fix das, glaube ich, nochmal offscreen. Dann machen wir uns erstmal eine andere Insel, nämlich an die Kanalinsel. Da müsste aber auch nochmal eine Autobahn hin. Mann, ich finde diesen Kanalausgang hier echt nicht schön. Deswegen machen wir das erstmal. Wir glätten da jetzt erstmal. Brush muss ein bisschen größer sein. So. Mann, der Kanal ist echt tief. Wenn du da reinfällst, hast du ein Problem. Kann man eigentlich ins Wasser mit der First-Person-Mod? Nö. Aber das Wasser ist ja glatt, Alter. Yay! Alter, das sieht so schön aus. Sieht voll realistisch aus. Das Wasser backt ein bisschen. RIP! Gehen wir mal wieder hoch. So, wir machen da ja nur Kleinstadt hin. Aber trotzdem, Leute. Wir müssen ja trotzdem irgendwie was dahin führen. So, ich würde sagen, machen wir dann erstmal eine Brücke. Erstmal von hier aus. Ich finde das so komisch. Wieso sehen die Brücken hier auf dieser Map so aus? Sehen die nicht normalerweise anders aus? Ist da nicht normalerweise so ein Bogen? Ist das so, wenn ich das hier übers Meer baue? Nein, nur wenn ich es hoch mache. Hey, Alter, kann man jetzt ernsthaft. Was zur Hölle? Wieso ist das möglich? Wieso kann man so eine Brücke bauen? Das ist doch viel zu hoch. Jetzt darf ich wieder alles löschen. Brauche ich überhaupt sowas? Ja, machen wir mal mit. Gott im Himmel. Wieso kann man Straßen so hoch machen? Ich erledige den Job, bei dem man Tiere im Zoo streicheln kann. Oh yeah. Die Tiere im Zoo. Denen es so gut geht. Die Guten mit den Stückchen. Alles klingt. Führen jetzt mal so eine Hauptstraße hier durch. Perfekt. Ja, wenn dann eine Straße. Kann man eigentlich Brücken? Oh, wie geil. Man kann einfach freaking Brücken. Oh. Doch, man kann. Was zum Geier ist hier los? Sieht das mit den kleineren besser aus? Ja, definitiv. Definitely. Ich kann ja mal einfach irgendwie mal eine Brücke darüber führen lassen. Ein, zwei Brücken. Einfach so straight rüber gehen. Einfach mal so ein ganz bisschen Infrastruktur aufbauen. Damit ihr auch ein bisschen Verständnis für das habt, was ich hier vorhabe. Ja, ich hatte eigentlich was anderes vor. Kreuzungen und Verkehr. War dies. Ach so, Kreuzungen zu nah aneinander. Diesen Tipp kriege ich andauernd von diesem Spiel. Alter, die fahren aber ordentlich Leute lang. Ja, müssen ja auch. Aber mit der Kurve läuft das alles gut, ne? Ja, verkehrstechnisch funktioniert diese Kurve hier eigentlich. Ich muss sie aber trotzdem noch mal ein bisschen besser legen. Am besten lege ich die halt unterirdisch. Da muss ich nämlich auch nicht so viel auf Design achten. Das wäre nice, Leute. Das mache ich dann auch einfach bis zur nächsten Folge. Ah, machen wir das dann doch lieber noch mal weg. Hier muss ich auch noch mal ein bisschen Autobahn hinführen.
Hier geht ja die Autobahn irgendwie runter. Vielleicht kann ich einfach innerhalb dieses Berges. Und da geht ja die Autobahn lang. Wie hat er das geschafft, sie so tief zu machen? Meine Fresse. Gibt es da eine Tiefenbegrenzung? Ich meine, hier 36 ist das Tiefste, was möglich ist. Ja, okay, vielleicht im Kontrast zum normalen Boden. Hab keine Ahnung. Denn hier komme ich in die, hier komme ich auch nicht tiefer. Aber ja, hier könnte ich dann ja ganz einfach hier so eine Autobahn, die Autobahn ein bisschen aufsplitten und die dann irgendwie sozusagen irgendwie hier hinführen lassen. Dasselbe geht hierfür, wäre wahrscheinlich ein bisschen besser, weil es einfach näher dran ist. Was gibt es denn für Probleme, die wir einfach mal lösen können? Gibt es überhaupt irgendwelche Probleme, die wir hier lösen können? Das einzige Problem ist, dass hier keine gebildeten Arbeiter sind. Obwohl eigentlich 7% all unserer Bürger hochgebildet sind. Hier sollte doch alles schlauer sein, aber 50% sind immer noch ungebildet. Heißt, 50% meiner Einwohner haben keinen Grundschulabschluss. Ja, nicht so nice. Packen wir einfach nochmal eine Grundschule dahin. Damit die Leute ein bisschen schlauer werden. Und das war's dann jetzt auch schon mit dieser etwas kurzen und irgendwie unproduktiven Folge. Wir haben irgendwie nichts gemacht. Tut mir leid, Leute. In der nächsten Folge erreichen wir hoffentlich die 26.000 Einwohner, damit wir mit Schiffen und allgemein allem arbeiten können. Denn dann würde ich gerne einfach so ein kleines Schiffssystem hierhin machen. Auch diese Insel wäre dann vielleicht so ein bisschen Industrieinsel, wird dann halt auch mit Exporten arbeiten und sowas. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Leute.